Teppichboden versus Cloudpad im Wohnmobil. Wer Wintercamping von euch macht, der weiß, dass man schnell kalte Füße kriegt. Und das hier soll schon fast so gut sein wie eine Fußbodenheizung. Und ob das alles so stimmt und wie sich diese Teile im Test verhalten, genau darum geht es heute in diesem Video. Und wenn dich das auch interessiert, dann würde ich sagen, bleib sehr gerne dran. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan for Van. Mein Name ist Markus und heute geht es um warme Füße im Camper, gerade wenn es so eklig wird wie jetzt, der Herbst kommt, es nässelt, es wird richtig kalt, der Winter steht vor der Tür und das wird höchste Eisenbahn, sich es wieder im Camper so richtig gemütlich und kuschelig warm zu gestalten. Und das habe ich alles schon mal in einem Video abgedreht und zwar vor ein, zwei Jahren. Ich blende euch das sehr, sehr gerne nochmal ein. Aber in der Zwischenzeit hat sich etwas Neues getan, denn auf dem Caravan-Salon habe ich ein neues System entdeckt, das eine Revolution im Fußbodenbereich verspricht. Es kommt aus dem Yachtbereich und hält jetzt eben auch Einzug bei uns im Campingbereich. Und wer dieses Video noch nicht gesehen hat vom Caravan-Salon, auch das verlinke ich sehr, sehr gerne nochmal. Und da konnte ich das Ganze aber nur kurz vorstellen. Ihr habt auch kritische Fragen dazu gestellt und genau das möchte ich mir heute im Detail anschauen. Vor allem auch, weil in der Zwischenzeit ganz viele andere darüber berichtet haben. Der Sven von German Television, aber auch der Kai von Camping Driving Living. All die Leute haben wirklich sich das System schon angeschaut. Deswegen möchte ich auch im ersten Teil die Spezifikationen sehr kurz halten, denn da gibt es eine Menge im Netz. Ich mache euch da auch sehr gerne eine Playlist dazu, findet ihr dann unten in der Videobeschreibung. Und dann zeige ich euch ganz kurz, wie ich den Boden bei mir verlegt habe, wie sich es damit verhalten hat. Ja, und dann kommen wir zum spannendsten Teil in diesem Video, wie ich meine. Und zwar zeige ich euch meine Erfahrungen aus dem Alltag. Wie empfindlich ist der Boden? Wie verhält er sich bei der Reinigung im Vergleich zu einem Teppichboden? Wie ist das Ganze von der Bequemlichkeit her? Ist es schön, da barfuß über diesen Boden drüber zu laufen? Wärmeisolierung, also all diese Themen, die schauen wir uns dann in diesem Teil genauer an. Und dann kommen wir noch zu meinem persönlichen Fazit. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Und deswegen würde ich sagen, legen wir jetzt sofort los mit dem Video. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Sprechen wir jetzt über die Spezifikationen dieses neuen Systems und da kann man hier schon mal einen Teil sehen und das ist auch schon mal ganz wichtig. Bei mir im Innenraum des Fahrzeuges ist dieser Boden in vier Teile unterteilt. Das dient einmal dazu, dass man ihn leicht reinlegen kann, dazu kommen wir gleich nochmal. Und zum anderen auch, damit ich den leichter reinigen kann über klarem Wasser zum Beispiel und ich ihn somit einfach rausnehmen kann. Ein weiterer Punkt, den man bei den Spezifikationen sagen sollte, ist, aus was dieses Teil hier überhaupt besteht. Wir haben hier ganz oben eine Oberfläche und das sind so kleine Mikrohärchen und die verleihen dem Ganzen so ein weiches, sanftes Gefühl, sorgen aber zum Beispiel auch dafür, dass der Dreck hier ein bisschen festgehalten wird und damit nicht mehr an deinem Fuß hängen bleibt und du irgendwie Verwirbelung in deinem Wohnmobil hast, sondern der Dreck bleibt wirklich hier unten am Boden. Ja, und dann kommt die erste EVA-Schicht und die sorgt zum Beispiel fürs Design. Einmal was die Farbe betrifft, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, kann man sich auf der Webseite alles anschauen. Aber auch was diese Rillen hier betrifft, da gibt es verschiedene Muster, die man sich eingravieren lassen kann. Es geht sogar so weit, dass man sich das mit seinem Logo, Namen, Schriftzug, was auch immer individualisieren kann. Die zweite EVA-Schicht sorgt dann, auf der Webseite wird das so nett umschrieben, für das wolkige Gefühl, also einfach nur, damit es halt bequem ist, wenn man da barfuß drüber geht, damit man so ein bisschen einsinkt und vor allem auch zur Wärmeisolierung. So, und die letzte Schicht, die sieht man hier ganz gut, die glänzt so ein bisschen. Das ist eine PVC-Schicht, die sorgt einfach dafür, dass das ganze Ding hier nicht wegrutscht. Vorausgesetzt natürlich, ist alles entsprechend gereinigt darunter. Und es gibt die Böden auch zum Verkleben, gerade im Yachtbereich macht man das natürlich sehr gerne. Bei mir brauche ich das nicht, weil ich habe ja schon einen Fußboden in meinem Camper verlegt. Mir geht es ja wirklich nur noch mal darum, eine zweite Schicht darüber zu legen. Ja, und wenn wir schon über die Schichten reden, ist natürlich auch spannend, wie dick ist das Ganze. Wenn ich nur eine EVA-Schicht haben möchte, dann habe ich 5 mm. Das ist deswegen ganz interessant, wenn ich zum Beispiel Schubläden habe, die sehr nah am Boden öffnen oder wenn ich irgendwelche Türsysteme habe, wenn ich irgendwelche Stuhlsysteme habe, wo das Ganze nicht anders funktioniert, irgendwelche Schienensysteme, wie auch immer. Will also nur sagen, es gibt diesen Boden sehr, sehr flach. Dann gibt es ihn so wie hier in 8 mm Dicke ungefähr. Da hast du dann schon die zweite EVA-Schicht drauf. Ja, und dann kommen wir noch zum Preis. Und der ist natürlich wieder sehr individuell, je nachdem, welches Fahrzeug ihr habt. Und da kommen wir auch gleich wieder zu einem spannenden Punkt. Diese Böden werden speziell zu deinem Grundriss hin geschnitten und designt. Das bedeutet natürlich auch, dein Fahrzeug muss erstmal vermessen werden. Ist dein Fahrzeug noch nicht vermessen, dann musst du zu den Jungs fahren und dann machen die es mit so einem speziellen Lasermessgerät und dann wird dein Auto vermessen und ja, ein paar Tage später hast du deinen Fußboden bei dir zu Hause. In meinem Fall, weil ich einfach ein Fahrzeug habe, das es öfter auf der Straße gibt, war das alles schon vermessen, deswegen konnte ich mir das Gott sei Dank sparen und ich habe mir dann einfach nur die Böden bestellen können und habe einfach nur angeben müssen, mit welcher Farbe und mit welchem Muster.
Und dann auch nochmal wichtig, welche Böden möchte ich haben? Für meine Fahrgastzelle zum Beispiel brauchte ich das nicht, weil da habe ich schon Teppichböden und mit denen bin ich super glücklich. Für meinen Heckbereich brauchte ich auch keinen Boden, denn da habe ich so einen Auszug und dann wird das alles nicht passen. Im Badezimmer habe ich Holz, also brauche ich das wirklich nur für meinen Wohnraum. Und dann kommst du aber schon auch auf 800 Euro. Ich habe das dann nochmal verglichen mit meinem Brandrup-Teppich. Und der ist jetzt mit 218 Euro auch nicht billig, aber deutlich preiswerter als die Lösung von Cloudpad. Also insofern kann man sagen, ja, das ist ein Batzen Geld und jetzt wollen wir mal gucken, rentiert sich das überhaupt? Ja, und sind wir ehrlich, das Verlegen des Bodens ist kinderleicht. Dennoch möchte ich euch so ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Als erstes wird der Boden mal so richtig gesaugt, um danach nochmal einen Gang zuzulegen und ihn richtig zu wischen. Denn ein richtig sauberer Untergrund, das ist wichtig, denn sollten hier noch kleine Steinchen zum Beispiel liegen, dann würde man Gefahr laufen, dass der Unterboden als auch der neue Boden vielleicht beschädigt wird, wenn man da mit der Zeit immer wieder drauf tritt etc. Und das zweite ist, wenn hier noch ein bisschen Sand wäre, dann könnte trotz des PVCs der Oberboden leicht verrutschen und das will ich natürlich nicht. Ja, und dann heißt es Puzzle spielen. In meinem Fall sind es 4 Einzelteile. Man nimmt sie einfach aus der Verpackung und erkennt sofort, wo sie hingehören. Und ihr seht selber, absolut passgenau. So soll es sein. Wunderbar. Also wie schlägt er sich jetzt im Alltag der Boden? Und ihr seht es bei mir schon, hiermit möchte ich gleich mal anfangen mit der Empfindlichkeit des Bodens. Ich habe hier vorne bei meinem Einstieg gleich noch eine Fußmatte liegen. Warum habe ich die hier liegen? Naja, weil bei diesem Wetter, wenn du so viel Matsche hast, wenn du ganz viel Kieselsteinchen immer hast, wenn du im Winter jetzt auch viel Salz mit reinbringst, dann will ich die generell schon mal nicht komplett durchs Fahrzeug tragen. Deswegen habe ich immer schon so eine Fußmatte gehabt. Aber es ist auch insofern relativ wichtig, denn was die Empfindlichkeit betrifft, muss man schon sagen, ist es anders als beim Teppichboden. Beim Teppichboden siehst du zwar gleich jeden Dreck, das sieht man hier in gewisser Weise auch natürlich, wenn du viel Dreck reinträgst, kommt auch darauf an, mit welcher Farbe du hier arbeitest. Aber man hat hier auch, ein bisschen anders als beim Teppichboden empfinde ich das, eine andere, ich möchte es mal Patina nennen. Also dieser Boden, der lebt schon und man sieht da schon immer ein paar Spuren. Also der bleibt nicht tiptop blank oder sauber. Und deswegen versuche ich schon mal den ersten Dreck hier draußen abzufangen. Eine zweite Sache ist mir aufgefallen, wenn du wirklich richtig spitze Gegenstände hast, wie zum Beispiel kleine Glasscherben oder kleine Steinchen und die mit dem Schuh in den Boden reintrittst, dann kannst du den Boden damit wirklich beschädigen. Und da gibt es dann auch eine Möglichkeit, dadurch, dass das Kunststoff ist, kann man mit ein bisschen Feuchtigkeit und einem Föhn, also mit Hitze, das Ganze wieder reparieren. Solange es eben nur kleine Schäden sind. Wenn es dann richtig große Schäden sind, dann hast du keine Chance mehr. Aber das machst du ja generell eigentlich nicht, dass du da mit großen Steinen oder Glasscherben durch dein Fahrzeug durchslidest. Aber das ist mir eben aufgefallen und das sieht man dann auch schon eher als beim Teppichboden. Und deswegen gucken wir uns jetzt als nächstes gleich mal die Reinigung an. Und ihr wisst ja, ich liebe Kaffee. Und jetzt würde mich natürlich mal interessieren, was passiert, wenn ich meinen Kaffee gemahlen habe und der mir aus Versehen runterfällt. Nach diesem Stunt kann ich es verstehen, wenn Hollywood bei mir anrufen wird. Okay, jetzt kommen wir aber wieder zurück zu unserem Boden. Ich verreibe das alles noch so richtig hinterfotzig, sowohl in den Teppich als auch in den Cloudpad. Und dann mache ich mir erstmal mit den Besen ran und schaue mal, wie weit ich da komme. Und ihr seht selber, das funktioniert beim Teppich nicht ganz so gut. Beim Cloudpad funktioniert schon deutlich besser. Dennoch bleiben Farbrückstände und somit Kaffee auf dem Pad zurück. Und daher muss ich jetzt mal ein bisschen härtere Geschütze auffahren. Ich verwende dafür meinen Bosch Akku-Staubsauger mit der Bürste vorne dran. Das ist ganz wichtig, gerade was den Teppich betrifft beispielsweise. Denn die sorgt dann wirklich dafür, dass man in den Teppich reinbürstet und damit besser raussaugen kann. Wie man hier auch ganz gut sehen kann, funktioniert das relativ gut. Dennoch bleiben hier immer noch Rückstände übrig. Diesen Teppich müsste man letztlich ordentlich ausklopfen. Das
wäre dann das beste Ergebnis. Ich mache jetzt beim Pad weiter und auch da muss ich wirklich ordentlich Hand anlegen und richtig viel saugen. Übrigens nochmal zum Staubsauger, wen das interessiert. Ich habe vor kurzem auch ein Video zu unterschiedlichen Staubsaugern gemacht. Verlinke ich natürlich sehr gerne auch in der Videobeschreibung. Ich arbeite also hier weiter und merke auch, ohne diese Bürste funktioniert es hier beim Pad sogar fast noch besser. Und damit ich das absolut beste Ergebnis erhalte, wische ich anschließend noch einmal mit einem feuchten Tuch drüber und dann ist das Pad absolut sauber und ich habe keinen Kaffee mehr am Pad als Rückstand. Und somit können wir gleich zum nächsten Versuch übergehen und das bedeutet auch wieder Stunt Nummer 2, das Wasser. Man sieht es ja optimal, auf dem Pad perlt das Wasser sofort ab, im Gegenteil, es geht sogar sofort über in den Teppich. Beim Teppich perlt es ein wenig ab, aber bleibt auch im Teppich liegen. Und auch hier sieht man auch wunderbar, wie das Wasser abläuft und deswegen kann man das Pad auch ganz einfach abschütteln und das Wasser somit von dem Pad entfernen, soweit es eben geht. Beim Teppich funktioniert das nicht ganz so gut, danach hole ich nochmal einen Schwamm und wische ein bisschen nach auf beiden und dann sehen wir auch das Ergebnis. Dazu habe ich einfach einen Küchengrab geholt und habe das Ganze mal in den Teppich also in den Pad abgedrückt und man sieht hier ganz deutlich, bei dem Pad bleibt kein Wasserrückstand mehr übrig und beim Teppich habe ich noch richtig viel Wasserrückstände und das merkt man auch, wenn man einfach nur mit den bloßen Fingern drüber langt und wenn man dann zum Beispiel mit Socken drüber laufen würde, hätte man beim Teppich komplett nasse Socken, beim Pad definitiv nicht. Ja und damit kommen wir auch direkt zu unserem Ketchup-Test. Das bedeutet, ich sprühe einfach rigoros Ketchup auf die Matte. Beim Teppich traue ich mich das ehrlicherweise nicht, deswegen lassen wir es einfach nur bei der Matte. Und dabei ist auch wichtig zu sagen, man darf das Ganze nicht zu lange hier einwirken lassen, sondern wenn einem so ein Malheur passiert, dann sollte man zügig zum Wasserhahn gehen und das Ganze unter klarem Wasser einfach ausspülen und abbürsten. Dann ist der Teppich bzw. der Pad auch wieder richtig schön sauber, wie ihr hier sehen könnt. Also zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich dieser Boden recht einfach reinigen lässt. Für eine Grundreinigung sauge ich den Boden immer zuerst oder man kehrt ihn einfach ab. Da war übrigens auch eine Frage bei meinem letzten Video, ob diese Rillen dann nicht recht störend wären. Ich empfinde das überhaupt nicht so. Im Gegenteil, das kanalisiert sogar den Dreck ein wenig und man kann ihn hervorragend rauskehren. Danach wische ich immer noch mit einem feuchten Tuch drüber und dann bleiben oft noch so ein paar Fahrer, sage ich mal, auf dem Boden zurück und die kann man hervorragend rausbürsten. Und schon sieht der Boden wieder aus wie neu. Ja, und dann haben wir noch das Thema mit der Isolierung. Hier auf dem Boden messe ich jetzt 20,3 Grad und unterhalb des Bodens, hier reflektiert übrigens nur der Laser, also ich messe wirklich auf dem Boden, haben wir 17,3 Grad. Also es sind wirklich 3 Grad Unterschied und das merkt man auch, wenn man barfuß auf diesem Boden läuft. Also der gibt wirklich ein schönes Wärmegefühl ab, als wäre eine Fußbodenheizung darunter, aber es ist natürlich keine drunter. Es ist ein bisschen eine Mischung aus auf Styropor und Teppichboden laufen. Und das ist auch wirklich für den Fuß sehr, sehr angenehm. Also ich gehe da selber aber auch gerne barfuß drüber über diesen Boden und man sieht das hier, wenn man mit der Hand so ein bisschen reingeht, der Boden gibt ein klein wenig nach, aber nicht so viel, einfach für mich sehr angenehm. Ja, und jetzt bin ich zwar kein Hundebesitzer, aber für Hundebesitzer habe ich auch noch zwei wichtige Informationen und ich finde den Hund so cool. Aber darum geht es jetzt nicht. Zum einen sollen Hunde das genauso angenehm empfinden wie wir Menschen, also sie liegen gerne auf diesem Boden. Und zum anderen, die Hundehaare werden auch, wie anfangs schon gesagt, in diesen Mikrohärchen des Bodens super gehalten. Also die wirbeln nicht im Raum umher und man kann sie danach super absaugen. Ja, soweit für Hundebesitzer und jetzt geht's direkt zu meinem persönlichen Fazit. Also für mein Fazit bleibe ich gleich mal hier unten sitzen auf dem Boden, denn er ist wirklich absolut bequem. Das ist total vergleichbar mit einem Teppichboden. Er ist sogar, also er fühlt sich sogar wärmer an und ich glaube, er isoliert auch besser als der Teppichboden. Aber da kann ich jetzt wirklich keine Studien dazu ausführen oder das wissenschaftlich belegen. Aber es ist wirklich deutlich komfortabler irgendwie. Das ist, lässt sich schwierig beschreiben, das musst du wirklich selber erleben. Naja, und insofern bin ich mal sehr gespannt, was die Wintersaison bringen wird und ob ich dann auf meine Pantoffeln verzichten kann, wenn es auch wirklich so minus 10 Grad draußen hat und so, oder noch kälter. Auf eines werde ich mit Sicherheit nicht verzichten und das ist hier diese Wärmematte. Da kannst du einfach nur mit 12 Volt ein bisschen warme Füße generieren. Du heizst damit natürlich nicht dein Auto auf, aber wenn du mal länger hier in der Dinette arbeiten möchtest oder abends sitzen möchtest, dann ist das ein super Hilfsmittel.
Eine Sache ist auch noch wichtig, ich habe hier extra Archivaufnahmen meines alten Fahrzeugs ausgekramt, hier bei einer Spendenaktion zur Weihnachtszeit, denn bei diesem Fahrzeug hatte ich eine Fußbodenheizung und das ist ja auch nochmal ganz wichtig, auch bei Fußbodenheizungen soll dieser Boden hervorragend funktionieren. Es ist sogar so generell, mit dieser zusätzlichen Isolierung kann es am Ende natürlich so weit gehen, dass du dir auch nochmal Heizkosten sparst und das ist natürlich eine feine Geschichte. Negativ an dem Boden ist definitiv der Preis. Aber gut, das ist am Ende natürlich wieder relativ. Wenn du es vergleichst, dass du dir selber irgendwelche Matten reinschneiderst oder sowas, dann hält das natürlich nicht mit. Im Vergleich zum Teppichboden finde ich ihn gar nicht so teuer. Denn dann überwiegen, finde ich, die Vorteile. Und im Vergleich zu einer Fußbodenheizung, die du dir nachträglich hier einbaust, wenn das denn überhaupt möglich ist, ist das natürlich deutlich günstiger. Also vor allem gegenüber einer Aldi-Heizung, das wirst du in den wenigsten Fällen überhaupt nachrüsten können. Also so eine Warmwasserheizung meine ich damit. Aber es gibt ja mittlerweile auch schon so Infrarotmatten, die du dir komplett auf dein Fahrzeug maßgeschneidert reinbauen lassen kannst. Aber das ist natürlich auch viel, viel teurer als dieses System hier. Insofern ist das, glaube ich, ein ordentlicher Kompromiss. Zum Reinigen finde ich ihn deutlich besser als den Teppichboden. Ein kleiner Nachteil ist vielleicht, oder so empfand ich das am Anfang, dass man eben so Kratzer ein bisschen sieht und dass dieser Boden halt lebt. Aber wenn man sich daran mal gewohnt hat und wenn man auch weiß, wie man ihn ganz einfach reinigt, dann ist das überhaupt kein Thema mehr. Also insofern war es für mich wieder eine kleine Umgewöhnung, aber für mich super safe und ich freue mich jetzt total auf die Wintersaison. Und ich freue mich auf deine Fragen in den Kommentaren, auf deine Meinungen. Hast du vielleicht auch schon Erfahrungen mit diesem Boden? Ich bin sehr gespannt, denn ich habe auch festgestellt, ich teste nämlich gerade ein Fahrzeug von Rocket und da ist auch ein ähnliches Material fest verbaut. Also da bin ich auch sehr gespannt. Vielleicht hat das ja auch schon der ein oder andere von euch. Würde mich eure Meinung super interessieren. Naja, und ansonsten, ihr wisst, wie es ist. Für mich wäre es total schön, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Egal, ob ihr jetzt den Boden toll findet oder nicht. Aber allein, wenn euch dieses Video in der Entscheidungshilfe wieder weitergeholfen hat, dann war es das ja auf alle Fälle wert. Und für mich ist das immer ein wunderschönes Dankeschön. Insofern, vielen Dank an dich vorab für das Like. Wenn ihr total wild seid, auch lieben gerne den Kanal abonnieren. Jeder von euch ist mir ganz herzlich willkommen. Hier kommen regelmäßig Videos rund um das Thema Camping. Ja, und jetzt wünsche ich dir, egal mit welchem Fußboden auch immer du unterwegs bist, immer sehr angenehm warme Füße und vor allem ganz, ganz tolle Touren. Das Wichtigste ist, komm gesund und glücklich wieder zurück. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Markus. Ciao.